Freunde, das hier ist die Galaxy Watch 6 Classic. Meine persönliche Go-To-Smartwatch, mein Daily Driver für das Handgelenk. Eine mega tolle Uhr und warum ich die so toll finde, erzähle ich euch gleich natürlich. Allerdings muss ich mir erstmal von der Seele reden, wie schlecht bitte nach wie vor der Akku ist. Ich habe die Galaxy Watch 6 Classic in der 43mm Version, was mein Handgelenk gerade noch so verkraftet. Diese hat einen 300mAh großen Akku, der laut Samsung in Verbindung mit dem neuen Prozessor 40 Stunden lang halten soll, ohne Always-On-Display. Ich komme mit Ach und Krach auf 32, maximal 36 Stunden Laufzeit. Das ist genauso viel wie, naja, wie bei dem Vorgänger, der Galaxy Watch 5. Das ist für mich wirklich ein Problem, denn so muss ich die Uhr einmal am Tag laden, sonst stirbt sie mir am nächsten Tag einfach mittendrin weg. Ich weiß, alle Apple-Nutzer lächeln jetzt müde, weil sie das Problem mit der Apple Watch seit jeher kennen und meistens doppelt so viel für ihre Uhr ausgegeben haben, aber ich weigere mich, mich an etwas Schlechterem zu orientieren, nur weil es Apple ist. Ich persönlich hoffe und wünsche mir, weil ich nämlich die Galaxy Watch immer persönlich auch nutze, dass wir mit der Galaxy Watch 7 dann, was den Akku betrifft, ein richtig gutes Upgrade bekommen. Jetzt aber kommen wir zu den Gründen, warum ich mir die Galaxy Watch 6 Classic trotz der schlechten Akkuleistung jeden Tag an mein Handgelenk binde. Da ist in erster Linie die extrem hochwertige und massive Verarbeitung der Uhr zu nennen. Das wunderschöne, helle 1,3 Zoll große Super AMOLED Display wird von der sehr hochwertigen Lünette eingerahmt, die man bei der Galaxy Watch 6 Classic endlich wieder haptisch drehen kann. Dieser Look mit der Lünette sieht einfach so klassisch und zeitlos schön aus. Mir persönlich gefällt es eh am besten, wenn eine Smartwatch eher aussieht wie eine Uhr und nicht wie ein kleiner Computer. Wem das genauso geht, der wird bei der Galaxy Watch 6 Classic mehr als zufriedengestellt. Ich für meinen Teil hätte gerne eine goldene Version davon gesehen, weil ich nämlich ausschließlich goldfarbenen Schmuck trage, aber das ist natürlich persönlich und Geschmackssache. Mit 1,9 cm ist die Classic natürlich keine flache Uhr. Ich war aber sehr überrascht, dass sie trotzdem nur 52 Gramm wiegt. Das ist trotz der Größe noch angenehm leicht am Handgelenk. Man kann sagen, dass die Galaxy Watch 6 Classic ein Statement-Piece ist. Ich bin schon sehr häufig darauf angesprochen worden, weil sie einfach durch ihr hochwertiges Design auffällt. Aber nicht nur äußerlich überzeugt die Galaxy Watch 6 Classic, die ist für 419 € für die 43mm Bluetooth-Version käuflich zu erwerben gibt. Dank des Exynos W930 Prozessors ist die Uhr wirklich richtig schnell und reagiert wunderbar flott auf die Eingaben über das Touch-Display oder die Lünette. Leute, macht das Spaß, statt mit den Footfingern ewig auf dem Display rumzumatschen, einfach elegant die Lünette drehen zu können. Man erhält dabei ein ganz subtiles mechanisches Feedback, was sehr befriedigend ist. Aber zurück zur Lünette, die erstens super klassisch elegant aussieht, zweitens praktisch in der Bedienung der Uhr ist und drittens zusätzlich das Display auch noch verkratzt. Kratzern und Stößen schützt. Überraschend finde ich, dass die Uhr trotz der Lünette staub- und wasserfest ist. Ansonsten kennen wir die wichtigsten Funktionen bereits von der Galaxy Watch 5. Hier hat sich im Vergleich zum Vorgänger nicht so wahnsinnig viel getan. Und Leute, die Bedienung der Smartwatch via Gesten, naja, das ist jetzt so ein alter Hut, das kennen wir schon seit Jahren. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht so wahnsinnig viel drüber zu erzählen. Mit einem zukünftigen Update soll dann noch eine Herzfrequenzwarnung hinzukommen, wenn bei der Messung Unregelmäßigkeiten auftreten sollten, sowie eine Sturzerkennung, so wie wir es bereits auch von der Apple Watch kennen und was ich beides super sinnvoll finde. Telefonieren klappt mit der Uhr auch ganz prima. Wenn man mal sein Smartphone nicht griffbereit hat, kann man bequem über den Lautsprecher telefonieren und auch mein Gesprächspartner kann mich sehr gut verstehen. Ich ganz persönlich nutze die Galaxy Watch 6 Classic insbesondere für das Schlaf- und Workout-Tracking, was über die Maße akkurat funktioniert. Und für beides gibt es in der App und auf der Smartwatch umfangreiche Coachings. Insbesondere die automatische Workout-Erkennung begeistert mich auch immer wieder. Die Galaxy Watch 6 Classic erkennt binnen weniger Minuten, wenn ich Radfahre, spazieren gehe, laufe oder sogar auf dem Crosstrainer bin. Und dann werde ich gefragt, ob ich das Workout starten möchte, was ich gut finde, weil ich das natürlich immer vergesse. Ich finde, Samsung sollte noch viel mehr davon kreieren, dass wir an Dinge erinnert werden, die wir andauernd vergessen. Zum Beispiel, wenn wir Pizza bestellen. Dass uns dann die Smartwatch daran erinnert, wolltest du nicht eigentlich Diät halten? Aber ich glaube, ich würde die Smartwatch dann nicht mehr lange tragen. Was ich auch super schick finde, ist, dass es Armbänder für die Galaxy Watch 6 gibt, die mit den Cases für die neuen Smartphones wie das Z Flip 5 oder das Z Fold 5 zusammenpassen. Über sowas freue ich mich persönlich ja immer sehr.
Die neuen Armbänder haben zwar auch einen neuen Verschluss, die Vorrichtung an der Uhr selbst ist allerdings gleich geblieben, sodass ihr auch eure alten Armbänder getrost weiterhin verwenden könnt. Falls ihr doch mal nach einem neuen Armband für eure Smartwatch sucht, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung einmal meinen Amazon Store, wo ich euch alle möglichen Produkte zusammengestellt habe, unter anderem auch zur Galaxy Watch 6 Classic, die ich ganz privat so benutze. Schaut doch einfach mal vorbei. Mein ganz persönliches Fazit ist, dass ich die Galaxy Watch 6 Classic wirklich liebe, weil sie einfach ein so wahnsinnig schickes, hochwertiges, elegantes und klassisches Design hat und wirklich astrein funktioniert. Ich hätte sie gerne in Gold gehabt und das mit dem Akku, das möchte ich jetzt nicht nochmal stressen. Ich hoffe, mein Erfahrungsbericht zur Galaxy Watch 6 Classic heute hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann drückt unbedingt den Like-Button und abonniert doch diesen Kanal. Für euch ist es völlig kostenfrei und mir hilft es dabei, mit diesem Kanal zu wachsen. Lasst mich doch in den Kommentaren unten noch wissen, welche Smartwatch ihr aktuell so verwendet. In diesem Sinne, Freunde, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Muah.